Und da bin ich schon wieder. Und ich habe hier was erweitert. Ich brauche nämlich Platz in der Küche. Ich will das Problem jetzt lösen, beziehungsweise es wird ja immer größer, weil nicht, dass wir hier keinen Platz mehr haben. Aber hier geht uns der Platz aus. Wir kriegen ja mehr Knackis und kommt ja noch ein Anbau hin. Und daher, aha. So. Rooms, wo ist denn die Kantine? Hier ist die Kantine. Das werde ich gleich wohl verkaufen. Aber erst nach dem Essen. Da warte ich jetzt noch ein bisschen mit. Obwohl, ich könnte schon mal ein Table setzen. Kostet ja nicht die Welt. 4, 8, also 8, 16, 24. Ich habe 3 mal 24. Das macht nach Adam Riese 72. 72 Plätze, das sollte doch reichen. Die versetze ich jetzt nach hinten. Ja, und die quetsche ich. Den einen nach oben, den drei nach unten, dann kriege ich drei von den Tischen hier hin. Glaube ich zumindest. Aber das mache ich alles, wenn es jetzt 0 Uhr schlägt. Schon wieder was passiert hier. Jo. Schon wieder ein Löffel. Naja. Gibt Schlimmeres. Wo ist es denn? Zwei, drei, acht. Ja, 10.000. Also ihr seht. Lübt. Et lübt. Wieso finde ich das jetzt nicht? Ja, hätte ja lange suchen können. Leck mich am Arsch. Das wusste ich auch nicht, dass hier unten nochmal so eine Funktion ist. Hätte man drauf kommen können, ja? So, wo ist es denn, das ganze Zeug? Sink. Electric Chair. Ja, ich glaube, ich könnte auch mal so einen Todesstuhl bauen. Leute, wo ist der bekackte serviert? Ach, ich habe ihn vorher schon nicht gesehen. So, das ist es. Moment. Nein. Die werden jetzt dismantelt und wenn die, sobald die dismantelt sind, baue ich die hier wieder auf. So, da habe ich doch noch. Perfekt. Perfekt. Und ich habe 10.000. So, was kann ich damit machen? Ich weiß es nicht. Auch noch mal so ein Kack hier. Staff, wie viele Köche habe ich? Vier. Ach, was soll's. Noch mal so ein Gucker. Das ist ein bisschen blöd hier mit der Perspektive, aber ich glaube, das regelt sich gleich schon. Sitzt. Hat Strom, ne? Komm, bauen wir trotzdem noch einen weiter.
Hat Strom die ganze Scheiße, kocht sogar schon und steht jetzt richtig. Und ich hole mir noch mal so einen Koch. Was soll's. Ups, das war jetzt nicht geplant. 2 Stunden, dann kommen die neuen Knackis. Und es geht dann bis auf 61, das passt. Auf jeden Fall schon viel besser. So, 8000. Mit 8000 können wir doch einiges reißen, oder? Und zwar... Erst die Presse, ne? Moment, wie ist es denn da aufgebaut? Ne, erst die Säge. Säge. Ups. Ich riskiere es jetzt, oder? Das war's für den mit den Ausgaben des heutigen Tages. Würde ich mal so behaupten. Bis auf hier das natürlich. Jetzt kann ich die natürlich auch wieder einteilen. Wie viel können da rein, Max? 11. Ja, ist ja Blödsinn. Da gehen jetzt mal 5 rein. Also haben wir 6. Zwar überflüssig, aber was soll's. Und ihr seht, es ist schon krass nach oben gegangen. 6000! Objects, das kann ich jetzt dismanteln, oder was? Ich mach das jetzt mal testweise. Dann müsste ich die doch eigentlich hier hinsetzen können. Er ist immer noch nicht... Gras ist Gras. Warum ist das hier so gescheckt? Wie süß. Wie, und das sind jetzt meine Bäume oder was? Hä? Doch, hier. Naja. 11 kommen rein. Ne, den muss ich ausschalten. Ihr seht, wir haben noch nur noch Nightingale als Low-Risk-Gefangenen. Der arbeitet eigentlich hier im Workshop.
Wieso? Ich habe drei Bäume dismantelt. Und da kriege ich einen Baum raus, oder was? Also der wird, drei Bäume werden zusammengelegt zu einem. Naja. Muss ich nicht verstehen. Warum steht der Baum noch nicht? Aber der ist geil gewachsen. Super. Ich guck mal ganz kurz. Sechs. Nein, das sind, ich meine, 18 gewesen. 26, 36, 42. Es sind noch genug ohne Job. Brauche ich mir also um meine billigen Arbeitskräfte keine Gedanken machen. Ich meine, um meine geliebten Knackis. Ich wollte eigentlich so einen Grillplatz draufstellen, das wäre echt cool. Hier sitzt ihr so schön. Ihr müsst kacken, ja dann geht doch. Boah, das Sheet Metal geht aber echt weg, du. Wenn ich noch mehr Kohle habe, ich glaube, ich hole mir noch so einen Reiniger. Ihr seht, man kann nicht genug davon haben. Man kann nicht genug haben. So, Nightingale, ich guck dich mal jetzt speziell an. Du bist ja auch schon ein paar Jahre hier, merke ich gerade. Naja. Kriegt für Robbery 11 Jahre. Mal gucken. Der kriegt 25 für Mord, ist ja auch schon okay, ne? Bah, was bin ich froh, dass es hiermit geklappt hat. Sieht doch langsam nach was aus. Die wollen nicht essen. Naja. Ich weiß nicht, wann ich den Shakedown machen soll. Ich glaube. Soll ich den jetzt machen? Es wird denen nicht gefallen, weil die jetzt schlafen wollen. Aber das ist mir ziemlich egal. Macht sie fertig! Was, erst fünf Löffel? Was ist los? Holen? Wie viel? Zwei, fünf, sechs. Das ist nicht so viel. Da gibt's nur eins. Mehr bauen. What?
Wie Wood? Wood? Ich krieg Wood-Geld? Ich krieg Wood-Geld hierfür? Ich krieg Wood-Geld. Ich liebe Woods. Hab ich das schon mal gesagt? Und weil ich Wood so liebe, Sand kostet mich gar nichts, ne? Ich mach mal Sand, weil ich jetzt nicht, weil ich geizig bin, sondern ich will auch mal sehen, wie es aussieht. Und dann machen wir nämlich hier nochmal Dings, ne? So ein Forest-Zeug. Forest Whitaker. Machen wir nochmal. Geil. Und hier unten machen wir aber wieder Tiles, weil hier kommen keine Foundations mehr hin. Also keine Forestry, Entschuldigung, mehr hin. Zigaretten, Schnaps, ja gut, das kann man denen ja nicht verwehren. Ein bisschen Schnaps. Was soll das? Mich interessieren eigentlich nur die Tunnel, das ist wichtig. Der hat irgendwas geschmuggelt, aber nichts getunnelt. Ist nichts getunnelt worden bis jetzt. Hat nur 75 Jahre, alles klar, der kann auch mal die große Kabine haben hier, die große Zelle meine ich. Ich glaube, ich bin voll großzügig. Na. Zack. So bin ich. So bin ich. Was ist das? Wow, Pianoseite. Wofür braucht er die? Vielleicht will er sich hier ein Klavier bauen. Musikale Schleuder habe ich hier. Ach so, und ich glaube, ich brauche mal hier so ein... Ne? Mal wieder. Kostet ja nichts. Ach so, ja, ich bin hier so am Shaken und so und am Bauen. Da vergesse ich doch glatt. Ja. Vergesse ich doch glatt mal hier einen Cut zu machen, weil es ist schon, ne, spät. Und ihr seht, ich kann jetzt wieder mehr bauen als zwischenzeitlich in den Teilen mal, weil ich einfach jetzt hier ungefähr 6000 Kohle reinkriege, plus das, was ich hier aus dem Workshop raushole, ist im Moment auch so 2,5, also dass ich ungefähr 8000 habe ich auf jeden Fall Daily Cashflow und das ist echt eine gute Sache. Und damit betreiben wir halt nochmal in den letzten Zügen Verschönerung unseres ersten Knastes. Und ich hoffe, es gefällt euch insoweit, dass ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ich würde mich freuen. Bis dahin, macht's gut.